kann. So, Shift Happens. So, Musik lassen wir heute raus, oder was? Ich würde einfach mal weiterklicken. Ich weiß gar nicht, ich würde mal gucken hier, ob ich das irgendwo habe. Warte. Yeah. War ich nur Spaß, aber das ist tatsächlich da. Sehr gut. So. Sehr gut, sehr gut. Shift Happens, das ist der Teil, wo wir uns damit auseinandersetzen, was ist gerade aktuell oder was ist jetzt gerade eben im Zeitgeschehen passiert. Interessanter Punkt. Ich habe vorhin vom Green New Deal erzählt, also diesem großen politischen Projekt in der EU, wo man eben sagt, bestimmte Sachen sehen wir als Nachhaltigkeit nachhaltig an, andere nicht. Und diese Einteilung, jetzt alles verkürzt erzählt, nennt sich Taxonomie. Und dieser Taxonomie sind auch eine Reihe Pferdefüße drin, unter anderem, dass eben Gas, das war Interesse von Deutschland, und Nuklear, Interesse von Frankreich, gelabelt worden sind als klimafreundlich. Und da ist man jetzt quasi dabei, dass man aus dem Teil von, man hat es halt rausgebracht, jetzt wird das langsam stabil, ist jetzt in der Anwendung, dass Greenpeace und eine Reihe anderer Umweltschützer halt eben fordern, das rauszunehmen, was auch richtig wäre, weil dadurch nämlich sonst wieder tatsächlich das ganze Thema Nuklear durch die Hintertür wieder reinkommt, das dann eben entsprechend dagegen zu klagen. Das ist irgendwie schön, weil wir haben das mit aufgenommen, weil es irgendwie zeigt, dass dieser Kampf noch nicht zu Ende ist und dass da eventuell doch noch eine Chance ist, dass die Taxonomie da ein bisschen reiner wird. Das ist von der Sache her ganz gut, weil das auch eine gewisse Abstrahlrichtung hat in verschiedene Richtungen. Sehr gut. So, dann auch sehr spannend, das Climate Action Network, Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren aus dem Bereich im Klimaaktivismus, sagt halt dieses, naja, 1,5-Grad-Ziel möchten wir noch nicht aufgeben. Das sagen auch einige aus dem IPCC-Umfeld, allerdings nicht unter sonst gleichen Bedingungen. Mhm. Also sowas wie, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir machen weiter wie bisher, wir gehen jetzt nur einfach ganz stark auf diesen Transaktionspfad und das bedeutet halt irgendwie so, na, wir müssen mehrstellige Prozent halt irgendwie jetzt runterfahren innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Das wäre halt eben krass. Die sprechen eher davon, okay, man muss irgendwie mit beiden Füßen auf die Bremse latschen. Also sprich, dieses 1,5 Grad ist ja schon ein Kompromiss und auch das hat ja schon ganz erhebliche Folgen. Bei 2 Grad wird es schon richtig düster und wie es aussieht, werden wir 1,5 Grad jetzt schon bald sehen. Und wenn sich das dann verstetigt hat und dann wirklich wir ständig 1,5 Grad halt eben mehr haben in der Atmosphäre, also im gesamten Erdsystem, erhöht sich auch Temperatur mit all den Folgen und so weiter. Und die sagen halt eben dieses, wir wollen das Ziel jetzt aber noch nicht aufgeben, weil nahezu alle das aufgegeben haben, weil natürlich auch alle sehen, es passiert nichts. Und die möchten uns gerne daran erinnern, dieses, es könnte aber was passieren, wenn man jetzt wirklich wollte. Das ist quasi dieser Punkt von so, na, wir können es halt schaffen, wenn wir die richtigen Sachen bringen. Das passte irgendwie sehr gut zu dem, was wir gerade gesehen haben. So, und letzter Punkt hier, das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise jetzt ist quasi die Fortsetzung davon. BlackRock, ganz großer Vermögensverwalter, gilt als eine sogenannte Schattenbank, verwaltet, glaube ich, 7 oder 8 Millionen, also auf jeden Fall eine riesige, riesige Summe an Geld. Hat er eben vor ein paar Jahren eben für sich entdeckt, wenn wir jetzt weiter in Öl und Gas drin sind, in fossiler Energie, haben wir das Problem, dass das ja irgendwann mal out of business ist oder verboten wird oder nicht mehr betrieben werden kann oder alle ist und so weiter. Das heißt, wir müssen da raus, wenn wir vermeiden wollen, irgendwann Stranded Assets zu haben, also sprich Geschäfte, die man nicht mehr betreiben kann. Und haben dann angefangen, Druck auszuüben aus Unternehmen, wo sie investiert haben, gesagt haben, ihr müsst grüner werden. Das hat man den BlackRocks nicht so richtig abgekauft und es war auch nur so ein bisschen fadenscheinig, aber es hat immerhin gereicht, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Texas gesagt hat, von wegen so, nein, hier mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben und so weiter und angefangen hat, gegen BlackRock zu kämpfen. Und jetzt haben eben auch tatsächlich hat mehrere Staaten angefangen, BlackRock zu verklagen und anzuklagen dafür, dass sie halt Druck ausüben auf diese Unternehmen und gleichzeitig auch denen quasi Geld abzuziehen und so weiter. Also total irre. Das heißt, die Staaten, diese Bundesstaaten, die kämpfen quasi gegen ihre eigenen Interessen zum Schutze der Fossilindustrie mit allen. Also wie die Ertrinkenden an Senkblei. Klammern die sich daran fest. Und das Spannende ist hier, ehemalige stellvertretende US-Finanzministerin
sagt dann eben so, dadurch gefährden sie die globale Finanzstabilität, weil sie eigentlich sich damit an sterbende Industrien klammern. Und damit halt eben auch den ganzen amerikanischen. Also es ist total verrückt. Diese ganz Kurzfristdenke, letzten Endes werden sie das dann irgendwann doppelt und dreifach bezahlen. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Das heißt, wir sehen, ESG fängt an zu greifen. Also das ganze Thema Transformation in der Finanzindustrie oder durch die Finanzindustrie, die ist in Teilen schon da. Und dann wehren sich nicht die Ölindustrien selber, sondern die Staaten, in denen diese Ölindustrien sind, quasi so als verlängerte Arm, die gehen dann rein und wehren sich dann dagegen und sagen dann so, du böser Finanzakteur, wir möchten ja deine Freiheit beschneiden, weil wir nicht möchten, dass du hier dein unternehmerisches Recht ausübst. Es ist total crazy, weil diese ganze Ideologie am Anfang und so weiter, die beißt sich ja schon wieder. Das ist total verrückt und es ist beschämend. Es ist eigentlich richtig schlimm. Das ist irgendwie so, ja, im Prinzip wie Kretschmer hier in Sachsen. Ja.